So, willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Let's Play Together Supreme Commander Forged Alliance. Es ist wieder Survival-Zeit. Wir haben ja gesagt, wir versuchen die Map Survival Run Version 8 nochmal mit dabei. Genau dieselbe Combo. Der Marc, Hatice, der Dennis und ich. Hallo. Servus. Dann würde ich mal sagen, starten wir das Game. Ich mach mal schnell mal meinen Lutscher auf. Okay. Hatice, bau deine Fabrik weiter hinten hin, dann wird sie nicht zerschossen. Ich hätte sie nämlich jetzt hier hingebaut. Kaum hast du groß. Ich hab nicht so weit gedacht. Soll ich eigentlich Artis bauen oder soll ich mit dem. Hast du doch eben auch, oder, Arti? Mit dem Commander versuchen, alles kaputt zu machen. Ja, für die Dau-Dinger auf jeden Fall Artis, weil deine können übers Wasser. Da habe ich nichts gemacht, das ist nur durch Zufall passiert. Aha. Aha. Das ist ja mal. Nimmst du wieder die Massepunkte ein und gibst sie mir? Ja, Schatz. Oh, wie süß. Katze. So. Mach dich bereit, der TJ, ne? Ja, auf die Arti? Ja, das ist gleich bei dir, was in der Base einschlägt. Ja. Ich war dann auch hier da vorne den direkten Radar. Wer baut, du oder ich? Ich. Ich weiß gar nicht so sehr, was mein Fehler gerade gewesen ist. Ich glaube, du. Ich glaube, du musst echt mit deiner SU mitgehen, dass ihr zu zweit mitgeht vorne. Ja, aber es muss ja noch einer hinten verteidigen, weil das. Die kommen ja auch. Ein Schuss, ihre Fabrik ist aber weg. What the fuck? Was text du hoch? Ich? Ja. Ich mach grad mein Gun Upgrade schon mal. Gut, ich helf dir mal. Gut, danke. So, warte mal, wie soll ich das nochmal reclaimen? Wo soll ich denn am besten da stehen? Direkt davor. Direkt hier vorne. Oder stell dich einfach in die Mitte der Artis. Stell dich direkt da vorne rein. Auf jeden Fall, wenn diese Base da oben früher mal fällt, ey, das wäre richtig geil. Wir stehen geblieben, Matti. Nein, du Wichser, warum läufst du denn nicht? Nein, der zweite ist schon. Wieder schön, wie Matti hier auf Steps die Beleidigung rausballert. Ja, aber was soll denn die Scheiße? Was steht denn der da dumm rum? Ist der behindert oder was? Das ist mal ernst, aber so schlau ist Hand. Hundertes Missstück, ey. Kann ich kotzen. Soll ich denen auch gleich helfen bei deinem Gun Upgrade? Ja. Ach geil, ihr habt ihn gerade gebaut hier. Hab ihn gerade dir gegeben, gleich wieder kaputt. Danke, mit freundlichen Grüßen. Der Typ, der auf die Idee gekommen ist, diese Arti denn zu platzieren, wird verprügelt, ey. Oh ja, that's right. Ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, dann kaputt zu bauen. Oh, sie haben. Na, hättest du auch gleich mit Luft anfangen können, ne? Ich mache Landfabrik, dass ich droppen kann. Warum? Die Luft ist teurer, mir jetzt auch down. Oh, die Art hat geschossen. Saug auf! Los, saug auf, Junge! Langsam saugt er auf. Ja, langsam. Das Tech-1-Techniker. Schafft er schon. Ne, die linke Art irgendwie, glaube ich. Oh, ja. Marc, ich bin fertig. Jetzt bist du dran. Tim, kannst du sonst zwei, drei Artis gleich wieder runterziehen hier? Ich kann alle meine Artis runterschicken. Ich baue ja Luft. Ich baue Kanonenboote. Ups, falsch. So, den kriegt er. Ja, genau, Tech 1 Kanonenboot. Wunderbar.
Noch ein Tietje. Ja, das eine reicht ja schon. Eins reicht schon. Und so weiter hier. Habt ihr zwei Masse irgendwie? Ich hab gar nur plus 3 bei dem Speicher, also. Wirklich. Ich bräuchte jede Masse im Moment für das Gun Upgrade. Oh nein, Arti, nicht drehen. Arti! Hui, Arti, böse Arti! Oh oh. Ich schieß gleich auf irgendwas. Ja, auf Tims Artis. Ja, nicht auf. Achso. Wenn die Artis kaputt sind, schickt Techniker hin und saugt die. Ja, ja, mach ich. Die Dinger auf. Weil ich brauche wirklich die Monster. Bei meinem Gun Upgrade ist ein bisschen teurer. Warum können denn Kanonenboote nicht reclaimen? Das ist doch behindert. Ernsthaft, klingt gerade lustig und bescheuert, aber eigentlich könnten die das machen. Oh ja, ne? Okay, geht los. Tim, geh nach vorne. Den Rest mach ich alleine, muss ich alleine machen. Defended. High quality out. How could you? High quality out, eh? Ja, super, jetzt kommt schon die Luft. Martite, du greifst gerade Mauern an. Okay. Ja, hab ich auch grad gesehen. Ja! Was machst du denn da? Was soll ich mit meinem Kanonenboot machen? Ich brauch die nicht mehr. Und der Hurensohn hat meinen Techniker gekriegt. Fuck you! Also irgendwann ist echt Schluss. Wie gesagt, wenn ihr Masse kurz mehr habt, gibt sie mir. Minus 1. Leider. Minus 5. Ist die Bombe los, ey. Rot. Bei mir ist irgendwie rot-gelb. Nein, gelb bin ich. Boah, wie Flak mag der jetzt schon stehen hat, ey. Übertreib mal die Lage. Also, solange das Radar links nicht angegriffen wird, geht das. So, ich komme jetzt auch nach vorne. Okay. Dennis, weißt du, warum ich so viel Flak da oben habe? Ein Bomber macht zwei Flaks gleichzeitig kaputt oder drei. Also ich finde Zeitmann und Seraphim. Ach, jetzt hängt meine ACU hinter dem Flatboy fest. Was ist das, DJ? Ich finde Seraphim, Zeitmann und ACU am hübschesten. Ich finde die Siren ACU total hässlich. Weißt du, welche ACU am hässlichsten ist? Die ich habe wahrscheinlich, ne? Ganz genau. Aber das ist die schwerst gepanzerte. Ey, der ist so hässlich. Ich könnte. Das ist halt menschlich, ja, ist hier. Der sieht behindert aus. Behindert? Was ist denn daran menschlich? Das kotzt, wenn ich ihn sehe. Warum dauert das so lange, die Scheiße auf? Commander under attack. Ich hab gleich meinen Raketenwerfer. Irgendwas. Oh, ja, den Sebastian gar nicht, haben wir gar nicht. Ich brauche aber mitzugucken, will wieder. Wenn er es tun wollen würde, hätte er doch was gesagt, oder? Oder er ist einfach AFK. Ja. Geil. Ah. Er kann aber Live-Replay gucken. Sorry, Sebastian. Hi, Dick. Hi, Flux-Bombe. Ich glaube, erstmal mit meinem Commander hier hinten ein bisschen stehen, weißt du, oben. Das absichern. Oh,
Alter, 5 Lack mit einer Bombe weg. Kurz. Hat jemand Kanonen oder sowas, die da hochschicken könnt? Weil da kann ich nicht wegschießen. Jetzt hinten ja, dran. Ja, das Kanonen nicht weghauen, ja, DJ? Also, ja, dann baue ich ganz schnell. Ich dreh durch. Nee, die Map ist nicht so wichtig. Die überfordert mich, ich kann vorne nicht küssen. Du baust Energiespeicher, brauchst du doch gar nicht. Ja, einfach nur für alle Filme. 2-3 Verschwendung von Masse. Das ist doch nicht so viel. Guck mal, Verschwendung von Bauzeit. Ich glaube, ich das hier auch T3 schaffe, damit ich da oben durchbrechen kann. So schnell wie möglich. Okay, Marc, das ist mein Ziel, okay? Ja. Weil aber sonst... denk dran, du musst mal her mit deiner ACU mitkommen. Das mache ich schon, mach dir da keine Sorge. Nur ich muss irgendwie ja was hinkriegen, mit Base da oben muss fallen. Wir brauchen viel mehr Abfangjäger, ne? Ja. Ja, die bringen nichts, solange hier die Basis steht, weil da ist Tech 3 Anti-Air. Ja. Kann's knicken. Meine SU ist gleich Tech 2. Mache ich noch ein Upgrade und dann baue ich hier wieder ganz viel Anti da links. Rechts. Wo ist der Fatboy? Da vorne. Ist okay. Ihr könnt momentan immer noch nicht bauen, das Ding da oben kaputt zu machen, ne? Nee. Doch, warte, ich hab kaputt. Er macht nämlich alles kaputt da. Ich kann die Masse nicht ziehen. Du musst hinter dem Berg fliegen. Das geht, glaube ich, nicht. Doch. Muss von der anderen Seite angreifen. Müsste mein Radar rechts mal auf Tech 2 auf, ne? Ja. Ich weiß nicht, warum ich treffe ihn nicht. Der SU ist voll geupgradet. Ah, lauf, lauf, Johnny, lauf. Junge, guck dir das an, Alter. Was für ein Monster. Ist egal, ja, der ist ein Raketenwerfer auf dem Rücken, ein Flammenwerfer an der linken Hand und eine Gatling an der rechten. Und ist immer noch nicht schon nach vorne. Nö. Ich muss ja erstmal rechts hier Arti bauen. Thema Masse, brauche Bescheid sagen, ich habe gerade Plus. Ja, ich jetzt auch. Hast du jetzt auch Plus, oder? Nein, jetzt habe ich Minus, weil ich jetzt mein Kohlekraftwerk aufdecke. Schick dir ein bisschen was. Nein, ich habe Massenspeicher für alle. Braucht man hier oben irgendwie, glaube ich, Hilfe. Der Commander hat sich dann einen Kampf eingelassen, den er eigentlich nicht gehen hätte sollen. Oh, Scheiße. Oh, Alter, du bist weg. Geh weg. Er geht nicht weiter. Oh. Du hast ja, das war richtig, dass du stehen geblieben bist, ey. Die hat weiter nach hinten geschossen, ey. Dicke Zacke, dicke Zacke. Boah. Wie gesagt, Tim, bau du Bodeneinheiten. Ich baue nur Flak und Schilde. Ich will auch nur Bodeneinheiten bauen. Dazu brauche ich auch erstmal ein bisschen Masse. Komm, geh du da weg, ich übernehme. Geh du nach vorne. Ja, vorne ist viel gefährlicher für mich. Nein, das ist ein Anti, ja. Mhm. Rette mich doch gleich wieder auf. Das war jetzt gerade ein guter Moment des Schreckens.
Das ist eine ganz da oben von der Tür. Das zerstört es einfach. Ja. Das sieht man gar nicht mehr. Es ist im Schwarzen. Ja. Unsichtbar. Ich war stolz auf ihn. User in your channel time down. Toll. Katic, auch mal hier auf. Ah, er hat es doch geschafft, da hinzukommen. Jemand Strom bloß? Gut. Ja. Ich hab nämlich gerade kurz Minus. Danke. Scheiße, wir brauchen gleich wieder hier was für die Tech 2 Sachen da hinten, ne? Ja, ich brauche auch Tech 2 Luft. Okay. Ey, du Hurensohn. Hat die Chill. Soll ich auch Flak bauen, Tech 2? Nee, die baue ich. Ich baue nur Flak und Schilde. Nee, nicht. Ich kann ja noch zusätzlich nochmal Flak bauen. Nee, das ist Masseverschwendung. Mach du reiner Boden, ich mach nur die Flak. Oh. Hat jemand Masse? Nee. Nö. Schade. Wäre Zeit. Eine Masse. Das Problem ist, dass wir kommen jetzt in den Bereich, wo er wieder die T2 berührt gleich. Ich bin auf T3. Gas. Na, aber diesmal wird der Schild nicht ausgelöst. Doch, wird er. No, nee. Ab wann geht er los? In einem roten Bereich ist. Achso, da hinten ist natürlich ein Steph. Oh. Oh ne, der Schild rettet es, oder? Aber bei 5000, glaube ich. Ach, ja. Scheiße. Einfach damit von hinten gerade nichts kommen kann, okay? Jo. Oh, ist der Schild down? Komm. Oh.
Jawohl. Das ist gut. Dennis, wolltest du nicht eigentlich rüberkommen mit deiner ACU? Ja. Bin mir auch jetzt auf dem Weg. Rechne kurz was hoch, dann komme ich. Das steht am Gang? Nee. Nein. Dies kommt mit der ganzen Art auf die Quantum Gates. Ich sammle hier kurz ein bisschen und dann. LTH1-Transporter reicht nicht für SU, oder? UEF? Nee, ne? Nee, reicht nicht. Aber da finden wir schon. Pack 2? Da muss ich. Hast du Tech 2? Ja, komm mal schnell wieder ein. Das wäre super. Ja, Stromprobleme. An meinem Kopf gehört. Achso, ich dachte schon. Erstes Quantum Gate ist unten gleich kaputt, Marc. Da unten kommt also gleich nichts mehr. Muss die Dev da gleich wegkriegen, die Luftdev. Was ist das? Was ist das? Arty. Was? Ja, Tech 1 Arty wahrscheinlich, ja. Warum? Ja, weil das Quant hier von hier. Guck mal, die fahren einfach manchmal zurück. Random. Keine Ahnung. Stimmt, ich brauche deine Tech 3 jetzt langsam vorne. Ich versuche jetzt mit der Tech 3 da oben reinzugehen, um die Basis kaputt zu machen. Ich gehe dann mit meinem Commander nach vorne, okay? Ja, aber schnell, weil der ist nämlich jetzt bei der Tech 2 Dev. Okay. So wieder. Jawohl, da ist er gesessen, Alter. Alter, alles kaputt auf einmal. Das höre ich nicht gern. Was denn? Commander under attack. Oh Mann, ich krieg voll. Ich muss die Anti-Air-Dev links da wegkriegen, Alter. Kann ich nicht. Ich komm gar nicht rein. Die sind alle gestorben. Von oben. Dann ändern wir das jetzt. Ich konnte mit meinem T3 gar nicht das rein. Dann schicke ich sie nach vorne, okay? Ja. Die Justin Payak, kommen wir hier. Weil die Tech 3 Dev muss da weg. Wieso lass doch da einen stehen? Ja, Alter, flieg doch hier egal. Hin, flieg doch hier hin. Das war's gleich. Ja. Risky Drop! Los! Jawohl! So, ich hab sogar verbessertes Feuern. Ach, deswegen hat's so lange gedauert. Ja. Ja, gut, dass mein Ding hier nicht läuft. Keine Schilde mehr. Ja, ich gehe jetzt mit meiner SU hier in die Base hoch. Oh, lauf doch da längs, Junge. Hier werden, wir werden hier von Arti beschossen. Wo denn? Danke. Oh, das war's. Das war's. Die Arti macht uns platt. Ich
Verrehen noch mit deiner SCU. Marc. Geht nicht. Ne? Ne. Wir können den noch gar nicht mal anklicken, nix. Und drr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